Weihnachtskekse sind so lecker. Das gibt es gar nicht. Willkommen zurück bei Trials Evolution. Ich maul mich direkt mal fast hin. Ja, nicht nur fast, sondern ich... So. Erstmal schlucken. Jetzt geht's. Hallo Leute. Fred, bist du da? Ja, ich bin da. Gut. Ich fahre euch davon. Ich bin jetzt guter Dinge, weil vorgestern war ich ja nicht so gut und oh, ich bin tot. Hallo Fred. Das gibt's doch nicht. Das ist echt gar nicht so einfach, muss ich sagen. Oh, da ist ja so eine... Na. Da ist... Huch, was war das denn? Da war ganz groß ein Name, glaube ich. Nee. Das ist gar nicht machbar mit der, oder? Oh, schade. Ah, oh, da knast die. Das wird witzig. Es ist, hast du extra da, ist darauf angelegt, eine Strecke zu suchen, bei der man sich so sieht? Nee. Ja! Ja! Basti! Ist euch eigentlich mal aufgefallen, was für X-Beine man hat? Ganz leicht. Ja. Wow, wow, das war unerwartet. Das war unerwartet, das war fies. Wo war ich? Pass auf, dass du dich nicht an deinem Weihnachtskeks erstickst. Ich werde mich schon nicht an meinem Weihnachtskeks. Was ist das denn für ein Keks, Basti? Weiß ich gar nicht. War irgendwas mit Zimt. Weiß ich gar nicht. Hauptsache, es stopft im Mund. Genau. Hauptsache, irgendwas im Maul. Jetzt weiß ich, was du meintest, mit, als du sagtest, mit, als du sagtest, das war unerwartet. Da ging es auf einmal in eine Spalte. Oh shit. Spalte, oh, ich bin tot. Die hat Spalte gesagt. Hallo, da Knasti. Oh Gott, ich schaff das hier nicht mehr. Ich bin zu langsam hier für die Stelle. Gott sei Dank hab ich's doch erstmal geschafft. Ja, ich hab's auch beim ersten Mal geschafft. Und dann habe ich mich gecrashed da genau. Unten. Na, genau, wieso? Das ist doch... Passiert. Warum? Das ist kacke. Mann, ich will nicht mehr mit euch fahren, wenn ihr besser seid als ich. Hey, ach, so schon. Einer bist du also, ja? Ah, ich hab's geschafft. Mach mal den Bunny Hop aus der Sicht, Alter. Ich krieg's. Ich hab's auch nicht. Was ich eigentlich machen soll. Also, ich bin im Gesicht schon mal drauf gelandet. Das ist was wert, finde ich. Das ist gut. Aber was bringt uns das denn, wenn wir dann da unten nicht hinkommen? Da kommen wir doch hin. Hä? Hey, also, da bin ich. Ich bin runtergefallen und dann sofort gestorben. Das naja, dann musst du halt da vernünftig aufkommen. Ich bin ja ganz normal aufgekommen. Ganz gerade. Das war ja das Komische. Es war so, als dürfte man da nicht hin. Ziel. Was? Fehlt es einfach an... Hä? Ja, Fred ist einfach an uns vorbeigefahren. Macht's gut, ihr Trottel! Ich fahr doch mit euch. Fred ist eigentlich ein... Also, ist ein Assi. Ist einfach ein bescheuertes Arschloch. Ach, aber warum denn? Warte mal, ich springe jetzt ins Ziel. Ich mache jetzt einen Dackelblick. Ach, da hinten ist das Ziel. Das reicht nicht. Nee, man muss um die Ecke fahren, um zum Ziel zu kommen. Man fliegt bestimmt dann auch um die Ecke. Ja. Weil die Strecke ja so gemacht ist. Ja. Oh nein. Oh doch. Ich hab gedacht, wir hören schon mal ja. Moped aus Wahl. Oh. Das ist ich höre einen Helikopter. Nee, das habe ich gerade an in New Beginning. Mit den Möwen und dem Wasser. Sieht nicht aus wie so eine Bohrinsel. Oh, das war doof. Nee, wisst ihr, wie ich das gerade geschafft habe? Was denn? Ich habe Basti nur Bunnyhop sagen hören. Und dann war da ja die Schräge und da bin ich einfach runtergerollt. Und dadurch war ich schnell genug, um da einfach rüber zu sausen. Ja, das hat ja bei uns auch geklappt. Nur wir sind da halt da hinten runtergeflogen und dann sind wir da unten gestorben. Als wir eigentlich hinten aufkommen müssen. Ich bin ganz normal aufgekommen, das ist ja das Komische. Also ich habe zwar einen Überschlag, aber ist auch egal. Es ist Vergangenheit, es zählt nur, was jetzt im Morgen passiert. Das hier ist nicht die Vergangenheit oder die Gegenwart, das hier ist die Zukunft. Ja. Aua. In gewisser Art und Weise ist es ja sogar die Zukunft. Ja. Ich habe auf das Kabel gehauen. Ja, erst am Donnerstag kommt. Also bei euch, bei mir muss ich mal gucken. Ich habe, glaube ich, noch eine andere Folge. Auf das Kabel gehauen. Ja, das ist... Oh Mann. Oh nein. Ey, da bin ich einmal, habe ich einmal mal wieder gewonnen und dann werde ich direkt gemobbt. Ich möchte, dass wir uns alle lieb haben. Ja, können wir uns alle lieb? Nee. Doch. Nee. Doch. Ich möchte, dass wir uns... Dann haben wir uns nicht lieb genug. Doch. Wenn man sich richtig doll lieb hat, dann muss man sich ab und zu auch mal dissen. Naja. Eine MIP-Strecke. Eine MIP. Hat die dann auch Mippel?
Oh, ach da, okay. Nee. Mm. Ja, ach ja. Und sonst so. Mhm. Müsst ihr auch wieder mal und so? Ja, ich muss auch wieder mal. Ja. Hast du das Klo? Oh. Du warst doch erst gerade, Mia. Was? Das heißt ja nicht, dass ich jetzt nicht mehr muss. Nie wieder. Genau. Der hat mir doch gleich die Nase gejuckt. Das geht aber nicht. Oh, sie juckt schon wieder. Das ist frech. Von der Nase, die Nase, die ist frech. Nein. Das ist immer, wenn ich nervös werde, dann juckt meine Nase. Warum bist du nervös? Bei mir juckt immer die Nase, wenn ich geil bin. Mia, du musst nicht nervös sein. Bei mir nicht. Du bist hier unter Freunden. Das haben wir ja gerade mitgekriegt, was Fred für ein Freund ist. Wieso? Weißt du, wenn ich mit uns spielen, weil der Kacke ist und dann plötzlich sind wir alles Bitches und so, wa? Ja. Das habe ich gar nicht gehört. Ich habe auch gar nichts von Bitches gesagt. Was hast du gesagt? Ich bin weg, ihr Bitches, oder so hast du gesagt? Bestimmt, Trottel, habe ich immer gesagt. Ja, gut. Also jetzt wollen wir nochmal genau sein. Ich habe gesagt, also macht's gut, ihr Trottel. Jetzt. Geht doch. So. Yep. Zack. Ich komme hier nicht hin. Oh Mann, ich werd wütend. Warum? Weil ich hier nicht hochkomme. Dabei ist das nicht schwer. Mann. Und jetzt fahrt ihr einfach weg und Fred ist schon weg. Oh nein. Aber wieso bist du denn jetzt nervös? Das habe ich immer noch nicht verstanden. Na, weil das ist eine MIP-Strecke. Da wird sie immer nervös, wenn sie nicht vorne ist. Ja, so eine Art. Ich mag die Strecken. Ich weiß nicht, das sind so die welche der wenigen Strecken, die ich einigermaßen kann. Außer beim letzten Mal, da konnte ich ja alle. Ich wollte schon sagen, ey. Ich weiß gar nicht, was da los war. Habe ich da alle gewonnen? Nee. Weiter war ich nicht. Einer hat Basti gewonnen, glaube ich. Aber das war ja so knapp. I want to be free. Oh, jetzt. Nein, willst du mich veräppeln, Alter? Fred, I want to Ziel. Be Fred. Ich stehe schon vorm Ziel. Ich warte ein bisschen auf euch. Wenn du die Strecke schön findest, Mia, dann sollst du die auch ganz sehen. Oh. So nett bin ich nicht. Ich fahre einfach durch. Nee, meine ich. Ich warte auch. Fred wird eh aus Panik ein bisschen ins Ziel fahren. Ja. Guck mal, ich hüpfe. Siehst du das? Nee, du siehst mich gar nicht, ne? Oder doch? Doch. Alter, willst du mich veräppeln? Ich mach das jetzt anders. So. Ah. Ja, wir sind diese Strecke gefahren, ne? Wo man so hüpfen durfte. Wie? Durch sind wir beide gefahren, glaube ich. Ja, also sind wir auch zu dritt sind wir sowas gefahren. Mal gefahren. Oh. Oder war da nicht Schrammo sogar noch dabei? Weiß ich nicht. Ich meine, wir waren dann nur wenig Leute. Aber es kann sein, dass ihr die auch gefahren seid, weil ich meine, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nur mit mir zusammengefahren bin damals. Ach ja, stimmt, da haben wir uns ja aufgeteilt. Nee, da hatten wir hatten die Strecke aber auch, also mit, ich erinnere mich daran. Ich erinnere mich. Wir waren beide verdammt cool. Ja, ich dachte, ich bin. Wie seid ihr hier bei dem Holz hochgekommen? Das war ein bisschen knifflig. Ja, dachte ich mir auch. Ich meine, 360 aus dem Stand. War nur ein 180. So, das wäre geschafft. Natürlich ohne Cheaten. Sie rübergesprungen, ja. Vorsicht, ja, Mia kommt, fahr Fred. Fred, fahr. Uah. Was soll denn das? Jetzt schaffe ich's nicht. Nein! Was mache ich? Was machst du denn? Fred, was? Mia, was machst du? Ganz ruhig, Fred. Hey. Fred wird ganz nervös. Jetzt schaffe ich's nicht mehr ins Ziel, oder was? Ich will auch. Yeah. Danke fürs Warten, Jungs. Das war sehr, sehr nobel. Es tut mir leid, dass ich da, aber ich wollte einfach nicht, dass Mia zuerst reinfährt. Ist ja gar kein Problem. Hatte ich ja nicht vor. Das verstehe ich ja, Basti. Ich wollte doch gar nicht ins Ziel fahren. Doch, doch. Nein, also nach euch natürlich. Mhm. Immer nach euch. Ja. Also, wirklich. Also, ne. Oh, Dynamit. Das ist die vierte Strecke hier. Dynamit. Das ist wieder eine Schwere. Ist hier Musik? Dynamit. Ja. Coole Musik, ey. Ja, da ist Dynamit. Ja auch hier. Siehst du nicht dieses alte Rad? Dynamit. Dönerfleisch. Dönerfleisch. Macht, was immer Dönerfleisch macht. Schwingt es sich
Von Netz zu Netz. Nein, dann ist nicht. Es ist nur Fleisch. Dönerfleisch. Es ist nur Dönerfleisch. Wie soll man denn da hochkommen? Das ist recht simpel sogar. Muss unten stehen bleiben und einfach hochfahren. Ja. Aber auf der hintere dahinter ist dann dummerweise eine fucking Dynamitbox. Fleisch. Hä? Direkt nach dem Rohr oder was? Ja, nach dem Rohr. Das Rohr rollt einen zurück und dann plumpst voll aus. Ach, hier muss man drüber springen. Ich dachte, da könnte man. Ha. Mal gucken. Was war das denn jetzt? Mag immer das Radio, yo. Ich brenne. Ach, die Box, okay, verstehe. Was? Fred brennt? Das ist falsch. Das bin ich doch normalerweise. Eben. Oh, jetzt weiß ich, was du meinst mit, dass es rollt. Das ist aber gemein, aber gut, das ist eine schwere Strecke, ne? Ja, das ist eine schwere Strecke. Gibt's hier einen Checkpoint? Nein, ich renne schon wieder. Nein, dies kann man nicht umfahren. Oh, ist das cool. Ich bin explodiert. Pack das. Oh, Mist, Feuer. Das sagt man aber nicht, Basti. Es gibt auch minderjährige Doch, das sagt Zuschauer. Man. Na und? Im Ghetto sagt man das. Fick! Darüber haben wir uns ja letztes Mal unterhalten, ne? Über Ghetto. Ghetto? Leute. Sprache. Ach so, wo ich nicht dabei war, ne? Na, dann kann man endlich mal sich über die interessanten Sachen unterhalten. Juhu! Hallo, ach, Kiste. Mann, wieso krieg ich das nicht hin? Auf dich drauf. Mist. Wann nennst du Frauen denn Kisten? Seitdem die so aussehen. War komisch. Hupte. Beim ersten Mal hatte ich das Gefühl, die wäre weggeflogen, die doofe Kiste. Hier sind so... Hä? Hier sind so Fässer. Die hattest du ja auch, Basti. Die lassen sich bewegen, wenn ich vom Motorrad gefallen bin und sonst nicht. Wo du kurz nachdem du anfängst, zu Feuer zu fangen, oder was? Ja, hä? Also Fred, ach nee, Basti ist hinter mir. Hä? Ja, na klar. Ich dachte, Fred wäre am Anfang. Nee. Ich habe mich schon daran gewöhnt, dass Fred schlecht ist. Was hast du gesagt, Fred? Ich muss langsam fahren. Nee. Du musst. Gesagt. Sag mal. Du musst einfach da drüber springen. Funktioniert nicht. Mit ich Anlauf. Ich fahre nur gegen. Anlauf geht nicht. Ich muss ja immer stehen bleiben einmal. Wenn ich Warum bin ich explodiert? Ich bin schon? Meiner Hand auf die Leertaste gekommen. Ah. Auf die Leertaste? Dabei spielst du doch gar nicht mit Dingen. Nee, aber mit Controller. Ich halte ihn ja vor mich. Oh, schade. Mist, meine Nase juckt mir. Was ist denn da los mit dem ollen Zinken? Der Zinken ist halt so groß. Da gibt es viele Stellen, die jucken können. Ah, shit! Wenn ich so ein kleines, zierliches Näschen wie zum Beispiel der Basti hätte, dann würde ich wahrscheinlich auch nicht so, würde das nicht so jucken. An der Nase. Ein zierliches Näschen wie der Basti. Basti hat doch ein süßes Näschen. Oder? Ich finde, Basti hat eine kleine Nase. Jetzt juckt meine Nase auch. Bei mir ist es die Wange. Siehst du? Bei mir muss ja die Wange jucken, weil meine Nase so klein ist. Achso, wenn sich der Juckreiz überträgt, überträgt er sich auf deine Wange, weil meine Nase so groß ist. Genau, richtig. Ja. Nein! Nein! Hui! Hoi! Oh, das, was ich glaube es nicht. Was mache ich denn für eine Scheiße, ey? Das ist doch nicht zu fassen. Mich ärgert es immer, dass ich bei Schweren dann am Anfang so abkacke. Ich finde die Schweren nämlich immer am interessantesten, muss ich sagen. Ja, weil man ein bisschen sich anstrengen muss, ne? Nee, weil die auch am interessantesten einfach aufgebaut sind. Man fährt nicht einfach nur irgendwie bekloppt irgendwo durch, sondern... Oh nein, oh. Was tue ich? Und warum? Ich frag mich vor allem, wo ist der Checkpoint? Ich bin durch das Rohr gefahren. Endlich mal der Checkpoint, ey. Hier war ein Checkpoint. So. Lass Fred mich. Zieht uns jetzt ganz schön wieder ab, der musste sich nur einfahren, ne? Ich weiß auch nicht, was da los ist, aber jetzt bin ich zufrieden. Was denn das Cooles hier? Die fährt Dynamit oder so. Das ist ja witzig. Jetzt ist es weg. Crashed. Hallo Fred. Hallo Mia. Fuck. Was? Ey, wieso? Das kann doch nicht sein. Was hier? Ich komme einfach unten auf und crashe. Einfach so.
Brennst du vielleicht? Nein. Oh, ernsthaft. Oh, Mann! Basti, du schaffst das. Oh, da muss man hoch? Ja, aber das Basti ist noch nicht das... Basti hat noch ein bisschen Karenzzeit hier. Ach, da kommen noch mehr. Ja, ja, ja. Ey, da war kein Checkpoint, oder? Alter, ich krieg die Krätze. Oh, hier ist ein Loch. Oh, ich bin in das Loch gefallen. Basti, ganz entspannt. Ganz entspannt, Basti. Es funktioniert dummerweise nicht entspannt. Vielleicht muss... Fred, erinnerst du dich noch, als Basti manchmal so richtig sauer wurde? Ja. Weil er so eine schlechte Phase hatte? Das war witzig. Wie eine schlechte Phase? Ich fand das nicht so witzig, um ehrlich zu sein, weil ich dann immer so ein schlechtes Gefühl hatte dabei. Fred, jetzt tu mal nicht so. Ich freue mich nicht über das Leid anderer, Mia. Ich auch nicht. Nur über das Leid von Basti. Ich habe nur gesagt, dass ich es witzig fand. Komm schon. Basti macht sich ja auch ständig über mich lustig, da ist das okay. Natürlich. Mal wie über alle sind jeden ständig lustig. Die Welt ist ja, zu groß, Herzen, als dass man sich nicht über jeden lustig machen sollte. Im Herzen hat Basti aber nur Liebe übrig. Genau, weil den Hass trage ich nach außen. Genau. Oh, dieses doofe Rohr. Das habe ich ein bisschen erwartet eigentlich. Es kam nur sehr spät. Ich verstehe den Witz nicht. Ich auch nicht. Ich auch nicht. War auch gar kein Witz. Nein. War das ernst gemeint? Da oben ist aber der Checkpoint, okay. Nein, was mache ich denn, Fred? Aber wir müssen uns ja mal vor Augen halten, wir sind viel besser als früher. Wieder kein Checkpoint? Doch. Ja. Findest du? Ja, wenn ich so meine ersten Folgen angucke, da wusste ich nicht mal, dass man sich zurücksetzen kann. Oh, das Dynamit ist weg, dass ich hier... Nein. Ist Dynamit, das man einmal zur Explosion gebracht hat, weg? Nee, normalerweise nicht. Also wenn du resettest, dann nicht. Ja, normalerweise nicht, aber hier scheint das der Fall zu sein. Ja, war Dynamit. Komisch. Komisch. Vielleicht war das vor dem Checkpoint und dann wird es zurückgesetzt oder so und deswegen... Nee. Oh, guck mal, da ist der Basti. Hallo. Basti macht das jetzt hier bestimmt in einem... Nee. Die Stelle, an der ihr gerade seid, wo man so ein paar Sprünge machen muss, ne? Hintereinander. Die fand ich echt schwierig. Das war, glaube ich, war die schwerste Stelle bisher hier. Die ist auch nicht so leicht. Aber machbar auf jeden Fall. Ich finde nur den letzten Sprung ätzend. Man kann auch nicht unten lang, ne? Da ist das Wasser. Fred, so geht das aber nicht. Oh, Basti ist da hängen geblieben. Fuck! Tschüss! Hallo, Basti. Hallo. Du bist ja wieder da. Ich bin wieder hier. Hallo. Ich komme wieder zurück. Schön, wie ich das mache. Ich bin wieder hier in meinem Revier. War nie wirklich weg. Hab mich nur versteckt. Bin wieder hier! Ich bin Erster und ich muss husten. Selber schuld. Alter Mann, was überanstrengst du auch deine Stimme da so? Ja, das Leben, es ist hart. Das Leben, es ist hart. Und mein Leben sitzt in der Hose. Oh mein Gott, das Niveau. Wahnsinn. Ja, deswegen das ja. Niveau sitzt doch auch wo? Wo ist es eigentlich? Wo ist es geblieben? Das ist nirgendwo. Das ist doch die Abkürzung für wo nirgendwo, oder nicht? Wo ist das Niveau hin? Wo ist es hin? Kennt jemand das Lied? Wo sind die Mikey Bands? Ich sehe es einfach nicht. Was siehst du nicht? Das Niveau. Warum nicht? Also ich habe das schon mal gesehen. Aber es versteckt sich gerne. So, ich gönne mir jetzt mal einen Keks. Und während Mia sich einen Keks gönnt und Basti sich wahrscheinlich auch einen Keks gönnt, muss der Fred mal wieder leer ausgehen und die ganze Arbeit machen und so und die beiden essen Kekse. So ist das Leben. Hat Fred ja gewonnen. Richtig, Fred, was willst du noch alles? Ja. Sag mal so, der Sieger hat immer die Arbeit dann.
Keine Ahnung. Ich wollte eigentlich so richtig schön crunchig abbeißen und dann war es so matschig. Ja. Sollen wir denn nächste Woche wieder Trials spielen? Ich glaube, wir wollen. Ja. Ich möchte nächste Woche wieder Trials spielen. Am Dienstag? Ich denke schon. So ja, gegen 5 vielleicht? Ich glaube, das ist eine gute Idee. Müsste passen, ja. Cool, dann würde ich sagen, sehen wir uns dann wieder. Mhm. Nächsten Dienstag, 17 Uhr. Ja. Okay. Trials cool. Evolution. Mit Mia und Fred und Basti. Und Basti und Fred. Und Mia.